eine Sache von Omra Mikel Ivanov noch, weil er hat auch eine schöne Idee noch gegeben, hinzufügen. Und zwar sagte er, weil du hast gesagt, wenn wir uns für den tugendhaften Weg entscheiden, dann arbeitet der auch für uns. Weil er das nochmal so ausgeführt, das hat mir das wirklich klar nochmal vor Augen geführt. Er sagte, wenn wir für eine göttliche Idee arbeiten, die Idee ist schon vor uns da. Also zum Beispiel, wir haben das goldene Zeitalter und wir wollen jetzt konkret etwas tun, um für das goldene Zeitalter zu arbeiten. Dann ist die Idee der Erschaffung des goldenen Zeitalters im geistigen Bereich schon da. Und wenn wir jetzt uns dafür entscheiden, für diese Idee zu arbeiten, dann ist einerseits von uns ein Energiestrom zur Idee, das heißt, wir arbeiten hin zur Idee, aber andererseits gibt die Idee uns auch Energie, weil wir sie nähren. Das heißt, es gibt eine Wechselwirkung zwischen dem, wo wir hinwollen, und das, was da schon so ist, nährt uns und gibt uns Energie. Und genauso bei Tugenden. Wenn wir eine Tugend entwickeln wollen und wir entscheiden uns dafür und nähren sie durch unser Handeln, dann gibt die Tugend uns Energie und aktiviert das nochmal doppelt in uns. Und so haben wir dann wunderbar, das hast du gesagt, du hast es ja gesagt, wir öffnen uns für die himmlischen Energien, wenn wir das tun. Der beste Schutz. Und da, die Idee finde ich so groß, dass wir sagen, okay, wir entscheiden uns für einen Weg. Und wenn es ein göttlicher Weg ist und wir uns mit bestimmten Kräften verbinden und einfach das sagen und auch aktiv tun, dann werden wir von diesen Kräften unterstützt auf diesem Weg. Und das ist, finde ich, eine unglaubliche Information. Wenn wir die mal wirklich durchdenken, dann kann uns die bei Entscheidungsfindung sehr viel abnehmen, weil wir kriegen Unterstützung, wenn wir uns für diesen Weg entscheiden. Und das ist wirklich gut. Und du hast gesagt, das ist vielleicht nicht direkt sichtbar, weil am Anfang ist es ja auch nicht so, dass wir voll reingehen in so eine Idee. Wir fangen langsam an und kriegen langsam Unterstützung. Aber mit der Zeit, wenn wir durchhalten, dann wird das immer stärker und dann wird es am Ende, wie du gesagt hast, dann wird es süß. Völlig richtig. Also man könnte auch diese Idee auch als eine Art von Informationsfeld oder morphogenetisches Feld oder Egregor Genau. bezeichnen. Und dieser Egregor, du hast völlig recht, der nährt uns dann, wenn wir uns mit unserem Bewusstsein, mit unserer Aufmerksamkeitsenergie auf ihn ausrichten. Wir nähren ihn und er nährt uns. Und jeder hat das schon mal im Leben erlebt. Er war an einem Punkt, wo er sich energetisch richtig ausgelaugt gefühlt hat. Und dann kam irgendeine Nachricht. Und plötzlich war so eine innere Motivation auf einmal da und plötzlich war die Energie da. Mit einmal, wo kommt die jetzt her? Haben wir die jetzt irgendwie über die Nahrung kurzfristig aufgenommen? Nein, das ist genau dieser Effekt. Wir waren kurz angeschlossen an etwas Feinstoffliches und dadurch bekommen wir dann wieder diese Energie, die wir brauchen. Ja? Und das ist genauso. Wir schaffen sowohl diese Informationsfelder, aber genauso können wir auch an diesen bereits vorhandenen Informationsfeldern uns andocken, energetisch auch. Und dann auch davon uns beziehen. Und die Auswahl, an was wir uns andocken, es gibt auch für die dämonischen Eigenschaften gibt es Informationsfelder. Und die Frage ist, an welches dockst du dich an? Was gehst du in Resonanz? Ja? Ich stelle mir das wirklich ganz plastisch wie Wolken vor. Und du kannst dir überlegen, ob du dich an die, an die, an die, an die, an Wolke andockst. Und das machst du, indem du dich in deinem Bewusstsein entsprechend ausrichtest. Und zwar nicht nur einmal, sondern ständig. Dann wird auch das Verbindungsband, nennen wir es mal diese energetische Nabelschnur, die wird natürlich auch stärker, logischerweise. Und macht dich natürlich dann auch immuner gegen bestimmte Einflüsse. Ja. Und das ist genau der Punkt. Und wir haben jeden Tag diese Möglichkeit, uns anders zu entscheiden. Man muss sich nur überlegen, was will ich? Also man muss erstmal in sich reinfühlen, dafür muss man überhaupt erstmal wieder fühlen können. Was will ich? Was ist mein Seelenwunsch? Plus, was muss ich tun? Also, ne, wir sind ja sozusagen immer so ein bisschen hin und her gerissen. Was will ich und was muss ich tun? Weil ich bin ja hier in diese Gesellschaft eingebettet, habe gewisse Pflichten, ja, okay, aber ich habe auch Wünsche. So. Und das ist genau der Punkt. Dann richte ich mich entsprechend aus und bleibe dran. Und wenn ich dran bleibe, oh Wunder, kommen dann entsprechende Inspirationen, Gedanken, Ideen. Ich nehme plötzlich anders wahr. Ich sehe plötzlich die Chancen, die es da draußen gibt. In der Umorientierung, in der Neuorientierung, beruflich, privat, was auch immer, ja, die ich vorher nicht gesehen habe, weil ich quasi in einer anderen Wolke angedockt war und dadurch ein bisschen vielleicht ja, eingetrübt war in meiner Wahrnehmungsfähigkeit. Ja. Und diese Chance haben wir immer. Das ist eine gute Nachricht. Ja, das ist ja echt genau der Punkt, wo man sagt, es ist eigentlich alles schon da, aber wir Richtig. müssen uns erstmal entscheiden, die Verbindung aufbauen und nur weil es jetzt schon da ist, ist es halt noch nicht hier bei uns im Feld, aber das wird aufgebaut durch die Entscheidung, durch den Weg, den wir gehen. Und dann wird Ja. es sichtbar materiell. Und das ist ein schöner Prozess einfach. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.